Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier 70D. Ich bereite mich gerade vor, um wieder loszuziehen, zur Stadt zu fahren. Ich bin jetzt gerade bei und sortiere ein bisschen was aus, was wir nicht brauchen. Und was ich mitnehmen möchte, so Schraubenschlüssel, Munition, ist klar. Ein paar stellen wir noch her. Ich habe kurz nebenbei unseren Eingang vom Keller abgesichert. Und zwar habe ich da Beton gemacht. Das dürfte reichen. An Munition. Ich habe jetzt zwei mitgenommen, um wenn ich reingehe und das sind Zombies, dass die mir auch übernehmen, ne? Wo der besser ist. Gut, ich habe ihn ausgeräumt. Das heißt, ich werde den also einlasse hier auf 5. Euer Blödsinn, so mit 3 mitnehmen, ne? So, dann habe ich noch mal kurz hier gucken, was ich noch habe. Fackeln rum war die auch nicht. Da können wir aus Holz bauen zur Not, wenn nötig ist. Wo man kein Bein breche, obwohl man könnte mir Patronen die muss ich auch also hier. So, dann ganz kurz. Ich nehme auch eine Schiene mit. Da das Gebäude relativ hoch ist und sollten wir doch gerüstet sein, ne? Das heißt, ich nehme Wasser mit, da in der Wüste trocken ist und heiß und eine Schiene. Das sollten wir gut hinkommen, denke ich mal. Ja. Der Bandkasten für den Fall der Fälle. Mal schauen, ob Moped noch leer ist. Moped wird noch voll sein. Das werden wir erstmal alles mal schön hochbringen. Wird da ja immer um die Zeit Gäste kommen. Ne, hier habe ich unten die Außenwand Beton gemacht. Noch nicht ganz fertig, aber der Oberteil schon mal zu. Und später kommt der Rest auch noch zu. Damit sie mich hier nicht eindringen. Da war nur Leben und dabei Leben, wisst ihr, habt keinen Widerstandswert. Ich muss ein bisschen lauter machen. Sollte ich hier auch tun bei euch? So. Hier muss ich noch was machen. Kurz diese. Hört da buddel ich ein bisschen auf und da muss da ein bisschen verstärkt werden. Nein. Wollte ja eigentlich nichts mitnehmen, ne? Also, also Angelbrei, Eisenschaufel, Taschenlampe, hier Kapuzen-T-Shirt, Mütze, Eisentür, Hammer, Rohre, Säure für Reifen zum Beispiel. Sonst Inventar, Fleisch, verdorrtes Fett, Knochen, sehr wichtig, Kunststoff, Messer, ich hab 6er, andere Teile, Stiefel, Top-Batterie, Motor, ganz wichtig, so voll, ne? So. Ja, gute Frage. Ich kann die erstmal theoretisch, ja.
Und fahr rein tun, ne? Oh, da war drin. Ja, Blei nehmen wir hier rein. Drei Teile waren es gewesen. Schaufel, Stiefel. Gut. Das wird das Moped leer kriegen. Und beim nächsten Mal muss ich halt das Moped, hat doch mehr. Obwohl, dann kann ich Flaschen drin lassen, denn die kriege ich eh wieder hin. So. Ja, mit vollem Gepäck verteilen wir ungünstig. Aber das machen wir ganz kurz hier vorne. Habe ich da noch so ein Ding zum Rausklettern gebaut? Und gelassen? Natürlich blöd, ne? Gut. Da wäre auch zu. Hier machen wir ein paar Dinger rein. Dann haben wir hier schon mal abgesichert. Irgendwann kommen die garantiert. Und so, ich werde mal jetzt einfach die ging mir hier auch alle. Das war eben knapp. Da hoch. Da muss ich aufpassen, dass ich nicht selber umbringe. Bin ich mehr ein Profi. Da ist mir einer. Fackel brennt lange, muss ich sagen. So, dann haben wir auch schon mal aufgebessert, beziehungsweise abgesichert. Und hier kommen sie auch ganz gerne. Und das werden wir jetzt auch unterbinden. Noch 15, so viele noch. So, 5 noch. Ein noch. So, haben wir alles. Jetzt glaube ich kurz rein und mach mir gerade kurz leichter. Dann bin ich nämlich los. So, jetzt muss ich gleich Turret unten reinschieben. Den Vierer. Ich weiß nicht, wie ich lachen haben soll, wenn ich noch voll ist. Na gut. Erstmal rein. Wir müssen ja schnell unser Gepäck. Laden. Später muss ich noch was machen. Weil komme ich schlecht rein und raus. Ja, ist ja ungünstig.
Keller ist zu übrigens, ne? Da ist vorbei. Und zwar nicht nur hier vorne, sondern komplett hinten durch. Das heißt, irgendwann werde ich hier auch alles umbauen, dass wir hier mit 3 Stufen hochgehen und hier oben entsprechend 3 Dinge aufstellen können. Oder mindestens 2 oder gar 4. So, schauen wir rein hier. Ja, so, gut. Gehen wir noch nebenan. Oder waren es hier? Bastelkiste? Das heißt, die Stücken, die Teile, wollte ich jetzt lassen. In die andere Kiste. Säure, gut. Elektrischen Teile, mechanischen Teile. So. Machen wir hier Fett auch rein? Ja, ne? Ist ja im Grunde egal. So. Das haben wir auch hier. Kapuze. Wenn man. Das ist eine Eisentür. Öl haben wir auch nur gehabt. Verarbeitung denken wir schon. So, Knochen. Können wir mir Klebeband und Reparaturkits bauen. Ist auch wichtig. Noch eine Kapuze. Noch ein Hammer. Unser 2er-Geschützturm. So, Nägel. Daneben, siehst du? Grundstoff. Ein Messer. So. Taschenlampe. 2. Bleibt. Motor. Batterie. Das Ding ist voll. Und eine Batterie. So, Rohr. Putze, Wasser bleibt. Blei. Dosen zerlegen. Axt brauchen sowieso für Falle Fälle. Einen haben wir unten drinne. Das können wir rausnehmen. Gut, haben wir mal alles. Dann wollen wir loslegen, ne? Jetzt haben wir Uhrzeit. Oh, 12 Minuten gebraucht. Wahnsinn. So, hier machen wir Nacht die Tür zu, oder? Nacht ist gut. Am Tage. Die haben sie auch gewühlt. So, wir fahren jetzt wieder zur Wüste. Wollt eigentlich früher los. Dann müssen wir jetzt links fahren. Bald kenne ich mich aus. Auf zur Haus des Wissens, sag mal so, ne? Mal ganz kurz die Kamera umstellen ein bisschen. Dass ich da. Ja, muss so bleiben. Ich gebe jetzt mehr zurück, ne? Ja. Ist eh gesünder. Ja, bis zur Stadt und dann hier in der Stadt rechts. Ja, hier ist der. Hier war der Händler. Hier war der Händler nicht. Ein weiter. Händler habe ich aktuell. Ja, man könnte versuchen zu kaufen. Bücher oder so, ja. Wäre sicherlich eine gute Option, aber heute suchen wir erstmal die Bücher von der anderen Bibliothek. Oder was das im Gebäude ist mit Büchern. Jetzt habe ich auch noch nicht aktiv. Tag 51. 57 ist Blutnot. Wenn ich mich richtig erinnere. Übrigens, ich habe heute Nacht noch Skillpunkte bekommen.
Und ich möchte ja Durchbohrer, was hat überhaupt? Kurz mal gucken. Bergarbeiter habe ich, Chefkoch, Packesel wäre interessant, aber so. Eisernen Magen, ja das ist gut, da habe ich ein bisschen geschafft. In Wirklichkeit Bücher. So. Achso, ein Äxte. Das haben wir eh noch nicht, also so. Mechaniker, und zwar. Achso, Motorradfahrer, den kann man nicht bauen. Ingenieur, Tüftler, Elektriker würde mir jetzt. Also Intelligenz machen. Da haben wir zwei Punkte. Brauchen wir zwei. Wir haben zwei. So, dann hier. Da fehlt uns wieder einer. Also wir müssen hier runter wegen Stahl. Also da müssen wir noch entsprechend was lernen. Intelligenter bin ich jetzt. Ob es hilft, ist die andere Frage, ne? Aber ich brauche kein Spein, haben wir jetzt genug. Ansonsten würde ich hier mitnehmen. Wollen wir was zu essen finden? Zeigen wir euch mit. Falls doch mal ein bisschen zu doll. Da habe ich noch nicht einen Bus noch nicht gemacht, den müssen wir mal machen. Also gut. Einer am anderen, ne? Ja, den Gebäuden so viel zu holen, schon Zeit für haben. Ich weiß nicht genau, ob wir da richtig sind. Ja, komplett verkehrt. Da wollte ich hin. Junge, die andere Richtung. Gut, dann ist egal, dann fahren wir jetzt mal links. Ja, das ist typisch. Also ich und meine Straße, ja gut, da fahren wir die Richtung immer. Da gucken wir auch die Ecke ein bisschen, ne? Stückchen weiter fahren kennen wir schon, aber ja, ist halt so, ne? Ist ja noch früh am Tag. Ach, der erste Zombie hier. Tag. Alter, was geht ab? Bob Kaffee machen wir heute nicht. Wir trinken heute immer keinen Kaffee. Hier haben wir einen welchen dabei. Da hat noch jemand. Oh, die Markt ist auch unterwegs. Vom Bauern. Genau. Die redet immer so komisch. Die eine die Zunge ausschnitten oder was? Na, hier macht die Trockenschwimmen. Genau. Wenn du das sagst. So, hier ist eine Kreuzung, das heißt für mich, ich muss mal gucken auf die Karte. Zombie frei? Sieht so aus. Ah, ja. Dann kommt der Geier wieder bald. Girls hier. Ja. Ich glaube, hier tanzen keine mehr. Ich auch mal wieder. Jetzt kommen wir in die unfreundliche Gegend hier. Im Brand der Erde. Jo.
und werde begrüßt hier entsprechend, ne? Ja, wo sind die Geier? Das Vieh. Ja, da ist er schon der Erste. Aber wir fahren weiter. Ein Geier wird nicht los. Übrigens, ne? Da habe ich Zuckertaschen. So das Fleisch halt genommen. So, jetzt mal kurz links. Also hier ist viel Baumaterial, ne? Aber hier kann man sehr viel Stahl holen. Also Eisen. Autos. Also ich möchte nicht lange bleiben. Treppe ist hier nicht hier rum. Ja, hier ist auch noch an der Erde. Ja. Wir fahren weiter. Hier gibt's Munition. Denke ich mal. Und Geiers. Geiers ohne Ende. Ich muss mal gucken an der Karte. Oder das Loch in der Erde. Aufpassen. Ach, der Junge. Quatsch sie aus. Hier kann man noch viel. Tschüss. Tschüss, hier bleiben wir nicht. Hier ist so unfreundlich. Geier ohne Ende. Noch ein Geier rechts. Lange fahren geht's. Oh, noch ein Geier. Wahnsinn. Ziegel, so viel Ziegel hier, Baumaterial. Sind wir das andere Stück da unten, was liegt da, so Knochen hier. Hier gibt es so viel zu erkunden, also kann man echt lange. Ne? Oh, leider ist mein Gepäck zu klein. Für alles. Dieser Chefkoch. Oh, hier ist Baubi. Und der hat leider keine große Ausdauer. So, jetzt kommen wir in die Wüste. Ja, das ist blöde. So, da hier auch mal gewesen. Also rechts ist Wüste und links ist die, naja, verbrannte Erde. Das ist erstaunlicherweise der wachsende Bäume. So. So viele Autos hier.
Bin vom Moped gefallen. Da. Bald Besuch kriegen, ne? Vielleicht kriegen wir einen Kühler, ne? Also ist ja schön, einen Vierer Maulschlüssel zu haben. Tag, Herr Professor. Und Tschüsschen. Mitzunehmen. Und mein Platz wird nicht gereichen. Aber es gibt Schönes. Federn kann man gebrauchen. Benzin, naja, gut. Jetzt war auch nicht mehr so wichtig. Kühler wäre wichtig. Ach, Kühler ist nicht. So, wir haben gerade mal die Karte geguckt. Ne? Beziehungsweise wir haben gerade den Geier erledigt. Das heißt, jetzt können wir gucken. Den Weg hoch. Oder wir fahren den Weg mal lang. Ups. Hier ist warm. Ja, hier ist auch warm. Hier ist dann auch mal eine Gegend, wo man noch nicht warm, ne? Ja, ein Schrottplatz ist hier auch. Ja, hier ist Ende. Aber wir wollen hier Dings suchen, ne? Bibliothek. Ja, später. Die Bibliothek ist wichtiger, dass wir ein bisschen was lernen. Vielleicht finden wir was Brauchbares, ne? Und das nächste Mal, bei Gelegenheit, werden wir dann entsprechend uns das, was wir schon kennen, verkaufen beim Händler und versuchen da auch noch Bücher zu kaufen, die wir noch nicht kennen, ne? Das ist ja so das Problem. Dass wir noch viel lernen müssen. Hier ist warm, ja, ich weiß. Dann müssen wir ganz kurz gucken auf der Karte. Dann müssten wir die nächste Straße rechts. Auch ein Händler, der wieder aussieht. Na, ist er da aus? Dass ich Benzin mit habe. Jetzt hätten wir echt ein Problem. Ah, das ist kein Metallkipp oder sowas. Ah, ja. Man soll das werden, ist erst mal 9 Uhr. Nachts kannst du hier nicht fahren, ist so gefährlich. Ich
viele Zombies. So, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Leider haben wir noch nicht viel geschafft, aber die nächste Folge holt euch der Abzubald hier angekommen bin. Tschüss und tschüss, winke, winke, ciao, ciao. Bis gleich dahin und tschüss. Und danke fürs Reinschauen. Tschüss.